Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute gibt's wieder ein Video mit zwei Anrufen, zwei Telefonate, die, naja, wie immer aus der Trading-Abzocke kommen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden neuen Telefonaten. Hallo, seien Sie gegrüßt, Herr Scham. Mein Name ist Erik Nielsen. Ich melde mich auch von der Nuri GmbH aus Berlin, ein großes Kryptomarktunternehmen. Erstmal, wie geht es Ihnen heute? Ja, als erstes ist der Name falsch. Wie bitte? Ich sagte, ich bin nicht Herr Schan. Ja, aber Sie haben sich auch normalerweise unter dieser Telefonnummer am 15. Freitag eine Anmeldung bei uns gemacht. Na, scheinbar ja nicht. Bei dem Bitcoin-Mag. Wie bitte? Ja, scheinbar ja nicht. Aha, Knusprink. Richtig? Ja, das ist mein Nachname. Ja, sind Sie? Wir haben Sie ja gerade nicht gesagt. Gerade haben Sie irgendeinen anderen Namen gehabt. Wie bitte? Gerade haben Sie irgendeinen anderen Namen gesagt. Ach so. Entschuldigung, das vielleicht habe ich auch mit den anderen Kunden auch gerechnet, dass ich mal auch vorher gesprochen habe mit der Scham, Entschuldigung. Okay, ich wollte mal Ihnen kurz sagen, Sie haben am Freitag bei uns auch angemeldet, Sie wollten jetzt mal auch mehr wissen über den Kryptomarkt, so, ich wollte Ihnen kurz zeigen, dass Sie erstmal ein seriöses Unternehmen ist und mich können Sie jederzeit auch zurückrufen unter dieser Telefonnummer, es gehört auf meine Büro. Und ich wollte mal Ihnen kurz fragen, Herr Knuspring, haben Sie mal auch früher schon getradet mit dem Kryptomarkt oder Rohstoffe oder CFDs? Wieder? Nein. Okay, super. Aber Sie wollen es mal mehr wissen über die Märkte, richtig? Weiß ich noch nicht. Ich bin erstmal ein Finanzexperte. Und ich wollte jetzt mal Ihnen kurz sagen, wenn Sie jetzt mal mit uns kooperieren und mit Arbeit anfangen, dann Sie werden jetzt mal einen Kontoverwalter bekommen. Das bedeutet in dem Fall, ich bin Ihr Kontoverwalter, ich werde für Sie weiterhandeln. Mhm. Haben Sie eben einen Computer vor Ihnen? Hab ich in der Nähe, ja. Wie bitte? Hab ich in der Nähe, ja. Okay, gut. Dann können Sie mal kurz erstmal unser Unternehmen kurz schreiben. Ich buchstabiere mal. N wie Nordpol. U wie Udo. R wie Richard. I wie Ida. .com. Nuri.com. Wählen Sie. So, wenn die Seite geöffnet ist, Sie können es mal nach links oben von Englisch auf Deutsch, falls das mal bei Ihnen Englisch gekommen ist. Das ist auf Englisch, ja. Okay, machen Sie mal links oben auf Deutsch. Und sobald Sie auf Deutsch haben, unten scrollen mit der Maus bis erstmal am Ende. Und wieder links unten steht Datenschutz, AGBs, rechtliche Dokumente und Impressum. Sehen Sie? Nö. Ach, links unten. Mit der Maus ganz am unten scrollen. Ja, und? Klicken Sie mal bei Impressum. Ja, und? Und sehen Sie mal unsere Internetseite, nuri.com. Das wird betrieben von der Nuri GmbH in Prinzessinnenstraße 1920. Haben wir mal eine Handelsregisternummer bei den Amtsgericht Charlottenburg. Haben wir mal drei Geschäftsführer, Frau Christina, Herr Christoph, Herr Jan. Herr Jan gehört Gutzliski auf unsere VIP-Abteilung. Haben wir mal eine deutsche Umsatzsteuer-ID. Und wir bitten bei den Kunden einen Vermittlungsbank, Solaris Bank AG. Und Solaris Bank AG ist normalerweise auch in den BaFin angelistet. Ja, aber das Impressum hier ist ja ein Witz. Das ist ja nicht vollständig nach deutschem Recht. Wie meinen Sie, das ist nicht vollständig? Das ist kein vollständiges Impressum hier. Das sind auch die Impressungen. Was für Impressungen warten Sie? Ja gut, aber das Impressum ist ja hier nicht vollständig. Da steht alles drin. Handelsregister, Nummer, Umsatzsteuer, ID, Geschäftsführer. Ja, aber das ist ja nicht alles. Da fehlt ja dann zum Beispiel schon mal die Nummer von der BaFin dann. Ja, das steht auch ganz unten. Wenn Sie jetzt mal sehen, das steht auch, dass wir lesen von vorne, die Nuri unter den Umsatzsteuer-ID. Die Nuri GmbH bietet Vermittlungsgeschäfte von Transaktionen für den Kauf und Verkauf von finanziellen Instrumenten, gestieg Paragraph 1 Absatz 1a und so weiter, im Namen für die Rechnungen der Solaris Bank AG tätig. Und der Solaris Bank AG ist in ein öffentliches Register eingetragen, das von den Bundesanstalt für Finanzdienst Leistungsaufsicht im Internet geführt wird. Das Register kann unter www.bafin.de angesehen werden. Wenn Sie jetzt mal bafin.de wählen, Sie geben Sie jetzt mal Solaris Bank AG und dann kommt das Register. Solaris Bank AG. Solaris Bank AG. Zusammengeschrieben. Solaris Bank und dann AG. Sie lesen auch, oder?
Ja, ich gucke mir das hier gerade an, aber das sieht halt nicht besonders seriös aus. Komisch. Sie können es mal in Ruhe auch anschauen, die Unternehmen, wenn Sie möchten, ob wir auch seriös sind oder unseriös. Ich kann Ihnen auch sagen, dass fängt ja schon meine mit Ihrem Anruf in den nächsten an. 3-4 Jahren, bitte? Ich sage, es fängt ja schon mit Ihrem Anruf an. Sie haben ja gar keine Genehmigung, mich anzurufen. So, was soll ich mal Ihnen auch sagen? Ich wollte mal Ihnen kurz sagen, Herr Knuspring, Knusprig. Soll ich jetzt mal auch das bekommen, weil Sie auch selber bei uns angemeldet sind am Freitag? Ja gut, aber das heißt ja nicht, dass Sie, das heißt aber nicht, dass Sie anrufen dürfen. Ja, natürlich. Nee. Das steht auch schon fest, wenn Sie jetzt mal auch die Anmeldung machen, dass Sie werden auch normalerweise von uns angerufen und so weiter, um Vorteile zu zeigen. Ja, ist ja trotzdem nicht legal. Sie haben kein Double Opt-in. Ich wollte mal Ihnen kurz sagen, wenn Sie möchten, können Sie in Ruhe anschauen. Ich gebe Ihnen die beste Vorteil, dass Sie mit unserem seriösen Unternehmen arbeiten und jede Woche 3-5% als Gewinne auf Ihre Tasche zu stecken. Die Google-Bewertungen sind ja auch nicht so geil, ne? Also es deutet ja auch ganz stark auf Betrug hin. Okay, dann, wenn Sie sollen auch immer fresh sein, da können wir mal zusammen nicht ins Geschäft kommen. Wenn Sie es mal anschauen, nur mal in Ruhe, dann können Sie mich auch zurückrufen, wenn Sie Interesse haben. Nö, da habe ich kein Interesse dran. Okay, mal hören. Tschüss. Also nur weil man immer wiederholt, dass man von einer seriösen Firma anruft, macht das einen nicht gleich zu einer seriösen Firma. Tja, der nette Kerl hier hat wieder jede Menge Blabla von sich gegeben. Nichts davon hat auch nur irgendwie im Ansatz Sinn gemacht und nichts davon hat auch wirklich ernsthaft mit dem Finanzmarkt zu tun. Ja, also es geht ja hier um CFDs, also die man da erwirbt, ne? Also letztendlich kopiert man ja hier nur den Markt und spielt nicht direkt auf dem echten Handelsmarkt mit. Vielleicht wäre das schon mal erstmal eine Erklärung, wenn er merkt, ich bin nicht unbedingt fit in dem Ganzen und er möchte, dass ich hier Geld einzahle. Vielleicht wäre dann eine kleine Erklärung, was wir denn hier genau veranstalten, schon irgendwie ganz sinnvoll. Naja, nur, es handelt sich hier dem Anschein nach wie immer um ein Betrüger-Callcenter, das, einfach nicht darauf ausgelegt ist, eure Fragen zu beantworten, sondern einfach nur darauf ausgelegt ist, möglichst schnell an euer Geld zu kommen, damit sie sich danach dann komplett aus dem Staub machen können. Das Gruselige an der Geschichte ist, die bauen tatsächlich echte Unternehmen nach. Echte Handelsplattformen, wo man wirklich traden kann. Und die geraten damit in Mitleidenschaft. Grundsätzlich ist strittig, ob CFDs überhaupt existieren sollten, da der Markt halt eben wie gesagt nur kopiert ist und kein echter Börsenmarkt ist. Aber, weiß ich nicht. Machen wir mal weiter mit dem zweiten Telefonat, das ich euch heute noch mitgebracht habe. Bitte? Wunderschönen guten Tag, Herr Steinfeger. Aliu Meier ist am Apparat. Herr Steinfeger, ich habe gesehen, dass Sie Interesse geäußert haben. Ist das richtig? Woran? Es geht zum Onlinehandel. Sie sind bei uns registriert haben. Ach so, ja. Herr Steinfeger, als Ihre offizielle Ansprechpartnerin werde ich Ihnen dabei helfen, Ihre Handelskonto zu aktivieren. Sagen Sie mir bitte, wie weit sind Sie damit? Keine Ahnung, wie heißt denn die Plattform? AFN Planning. Wie schreibt man das? Bitte? Wie schreibt man das? A wie Anton. Ja. S wie Friedrich. Ja. T wie Paul. Nein, L wie Ludwig. Ja. Und dann T wie Paula. L wie Ludwig. Ja. A wie Anton. N wie Nordpol. Ja. Nochmal N wie Nordpol. I wie Ida. Ja. Nordpol und Gustav. .com. Okay, dann schaue ich mal direkt auf Ihrer Seite nach. Okay. So, wie lange gibt es denn Ihr Unternehmen schon? Unser Unternehmen mehr als 15 Jahre. Aber die Seite ist neu. Warum? Ist das Problem oder? Na, ich frage nur warum, das ist ja nicht normal. Moment. Weil bei der Domain sehe ich ja, Creation Date ist vom 24.01.22. Da ist die Seite erstmal ans Licht gekommen. Wie bitte? Am 24.01. diesen Jahres. Genau.
Genau. Genau, das ist neue Seite. Ja, aber warum? Einfach, wir haben neue Seite. Warum ist das Problem für Sie? Na ja gut, bei meiner Bank habe ich schon seit 30 Jahren die gleiche Webseite. Ah ja, manche ja. Wir haben neue. Mhm. Und warum? Okay. Ich glaube, das ist kein Problem. Ich frage ja, warum? Ganz einfach. Ich weiß nicht. Ich bin Kontoberaterin. Mhm. Seit wann arbeiten Sie das da? Das war nicht meine Entscheidung. Mehr als 3 Jahre. Aha. Wie hieß denn die Seite vorher? Bitte? Wie hieß denn die alte Seite? Okay, na Herr Steinfeger, Sie haben Ihre Daten eingegeben. Nee, erstmal habe ich eine Frage gestellt. Gustav. Ja, das verstehe ich, aber wie ich gesagt habe, ich bin Ihre offizielle Ansprechpartnerin und ich werde Ihnen dabei helfen, ja? Ja, aber Sie helfen mir ja nicht, Sie antworten ja nicht. Ich werde Frage stellen und dann weiterhelfen, ist das richtig? Naja, wenn das Sie Fragen stellen, dann helfen Sie ja nicht, dann stellen Sie ja Fragen. Helfen funktioniert ja, ich stelle die Fragen, oder nicht? Ja, wenn Sie Frage haben, wie lange unser Unternehmen funktioniert und so weiter, ich kann offizielle E-Mails schicken. Mhm. Die Frage war, wie hieß denn die Firma davor? Wie hieß denn die Webseite vorher? Ja, also ich würde mal sagen, dieses Gespräch hier kann man definitiv in die Kategorie unangenehm stecken. Denn, tja, sobald man hier unangenehme Fragen stellt und einfach nur wissen will, warum das Unternehmen seinen Namen geändert hat, tja, da bekommt man ja schon keine sinnvolle Antwort drauf. Tja, vielleicht hat das einfach was damit zu tun, dass man das hier wohl nicht so wirklich sagen kann, weil man auf diese Frage nicht vorbereitet ist. Und weil dieses Unternehmen auf keinen Fall älter ist als die Domain. Und dass das ganze Unternehmen hier nur Betrug sein kann. Tja, da fällt ihr wohl nichts Sinnvolles dazu ein, was ihr uns irgendwie als Geschichte auftischen kann, und ihr könnt euch vorstellen, in welche Richtung das Gespräch dann normalerweise abrutscht. So ähnlich passiert das heute auch wieder. Gleich ASL Training. Nee, das geht ja nicht. Die ist ja vorher, hieß die ja so nicht. Kann ja nicht. Die Domain ist ja gerade erst frisch gekauft. War auch gleiche Name. Aber das ist neue Website. Nee, das stimmt ja nicht. Was meinen Sie? Naja, man kann im Internet nachlesen, wann eine Webseitendomain, also www.blablabla.de oder .com, wann das gekauft wurde. Und das wurde gekauft am 24.01.2022. Also kann die Webseite früher nicht so gehießen haben. Genau, das ist unsere neue Website. Und jetzt war die Frage, wie hieß die alte? Was genau so Name? Ne, geht ja nicht. Okay, brauchen das Sie offizielle Dokument? Brauchen Sie offizielle Dokument oder? Ja, klar. Okay, dann bekommen Sie alles per E-Mail. Per E-Mail? Steht das nicht auf Ihrer Webseite? Alle Dokumente, ich meine. Ja, aber das muss ja auf der Webseite stehen. Ja, was brauchen Sie genau? Ja, als erstes wollte ich gerne wissen, wie die Seite vorher hieß. Wie der alte Name war. Herr Steinberger, wissen Sie, was ist mein Job? Ja, Menschen zu bescheißen und Menschen zu betrügen. Das ist dein Job. Und ich habe dich dabei entlarvt. Weil das ist Blödsinn, was du erzählst. Das ist nicht richtig. Doch, das ist richtig. Niemals würde eine Bank auf dieser Welt ihren Namen einfach so bei der Domain ändern. Niemals. Ich weiß, dass auch den Finanzmarkt viele Betrüger, aber das bedeutet nicht, dass alle sind Betrüger. Nee, aber ihr auf jeden Fall. Ja, wenn Sie wollen bei uns, Sie können Ihre offizielle Handelskonto... Nee, das ist ja kein offizielles Handelskonto, das ist ein Demokonto, was man bei euch bekommt. Alle Dokumente, was Sie brauchen, alle Dokumente, was Sie brauchen. Ja, eben ja nicht, die stehen ja nicht auf der Webseite. Ja, wenn aber gibt ja nichts auf der Webseite. Wenn Sie haben kein Interesse, ich werde nicht Ihre Zeit verlieren, okay? Genau, so reden die Betrüger. Genau. Das ist absolut Betrug, was ihr da macht. Keine Ausreden, keine Auskünfte, keine Ahnung von dem, was ihr da tut. Das ist einfach nur Betrug. Okay, warten Sie bitte ganz kurz. Ich verbinde Ihnen mit unserer Managerin. Ja. Ja.
Also was da jetzt noch Sinnvolles kommen soll, ich meine, man muss ja mal hier wieder eingestehen, die bleibt höflich und freundlich. Ich versuche mich hier auf jeden Fall auch im Zaum zu halten. Mal gucken, wie es weitergeht. Hallo, schönen guten Tag. Ja. Herr Steinfänger am Apparat, ja? Mhm. Ich bin Lisa Kaiser, Managerin von der Handelsplattform AFL Planning. Sie haben Interesse geäußert, wie ich weiß, ja? Haben Sie mit meinen Kollegen gesprochen? Weiß ich nicht. Also wenn Sie das so deuten, dann meinetwegen ja. Wie bitte? Ich sage, wenn Sie das so deuten, dann meinetwegen ja. Also Sie haben Interesse geäußert, Sie sind schon im System, deswegen haben Sie Anruf von uns gekriegt. Und wir rufen um die Hilfe an, um dieses Handelskonto, welches Sie registriert haben, bis Ende zu aktivieren. Okay? Naja, und das bezweifle ich. Warum denn? Ja, weil ich denke, dass das hier Betrug ist. Warum sind Sie registriert, wenn Sie es nicht glauben? Was möchten Sie von unserer Seite haben? Sie kriegen professionelle Unterstützung. Na, das ist der Quatsch. Die Kollegin hat ja schon gesagt. Nee, hat sie nicht. Die Kollegin hat keine Ausreden, kann nicht auf irgendeine Frage antworten. Und sie kann ja nicht mal darauf antworten, warum ihr eure Domain, also die Webseite, erst ab Januar habt. Ich erkläre, wie es funktioniert, Herr Steinfänger, okay? Also minimalische Anfangskapital, womit Sie Startenmöglichkeiten haben. Hören Sie überhaupt zu? Ja, höre nee, ich natürlich. Scheinbar nicht, weil wir reden jetzt gerade über was ganz anderes. Sie möchten doch handeln an der Finanzbörse. Nee, erstmal möchte ich ein paar Informationen haben. Kleinen Moment. Ja, ich gebe Informationen. Ja, aber die falschen, nicht nach denen ich gefragt habe. Herr Steinfänger, warten Sie mal. Wenn Sie nicht anprobieren werden, wie werden Sie sicher sein? Und Möglichkeit haben Sie mit minimalischem Betrag, ja? Indem ich die Daten einfach vorher prüfe, kann ich es vorher herausfinden, ob ich da mein Geld drin versenke. Und bei euch riecht alles nach Betrug. Also wenn Sie es nicht überprüfen und werden nicht einmal bei uns handeln. Das brauche ich Sie nicht. Werden ich brauche nicht handeln. Ich Sie kann das vorher überprüfen. Verzweifeln. Nein, werde ich nicht. Ich kann das vorher prüfen und ich sehe, dass das Betrug ist. Warum meinen Sie so? Das meine ich nicht. Ich sehe das. Sie haben gar nichts investiert. Sie haben muss ich gar doch auch nicht. Ich muss doch nicht investieren, um rauszufinden, dass das Betrug ist. Das kann man vorher rausfinden. Wie werden Sie Platz an der Finanzbörse kriegen? Kostenlos, meinen Sie? Das ist Quatsch. Was meinen Sie? Wie ohne Geld handeln die Leute? Hier hat doch gar keiner davon geredet. Davon hat niemand gesprochen. Ich sage, ihr seid ein Betrügerladen. Nein, ich erkläre. Was interessiert Ihnen? Ja, dann erklären Sie doch. Dann beantworten Sie doch meine Fragen mal. Ja, bitte, stellen Sie mir Fragen. Ja, warum ist die Webseite erst ganz frisch gegründet worden? Die Domain, also die Domain www. Warte, wie heißt die? Afelplanning, keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Diese Domain, diese Internetadresse, die wurde erst am 24.01.2022 generiert. Seitdem gibt es diese Webseite erst. Vorher nicht. Das ist eine neue Plattform von uns, das ja, aber, ist kein Problem. Das spielt jetzt keine Rolle. Naja doch, das spielt schon eine Rolle, weil jede normale Bank hat seit 1000 Jahren die gleiche Webseite. Nur die Betrüger nicht. Die Betrüger schaffen Nein, es nicht, über 1000 Jahre eine Webseite zu halten. Wir sind an der Finanzbörse schon 10 Jahre. Das ist gelogen, aber weil gerade hat die... Das ist ja auch gelogen. Die, deine Kollegin hat gerade erzählt, 15 Jahre. Wer hat denn jetzt recht? 15 Jahre oder 10 Jahre? Ihr müsst euch über eure Lügen da irgendwie mal einig sein. Sie interessieren nicht um Onlinehandel. Und wenn Sie jetzt mir hören würden, dann antworte ich Ihnen. Aber Sie möchten nichts von mir hören. Na doch, weil die Wahrheit hätte ich gerne gehört. Doch, also das ist eine neue ich will nur Seite. Kein, ja, das ist ja Quatsch, das ist eine Lüge. Die Seite wird nach 5 Jahren ja, genau. also erneut gewonnen. Das ist Quatsch. Doch, dafür doch, braucht man doch, aber keinen. Sie brauchen Hör doch mal zu! Schreien Sie ja, dann höre doch mal zu. Sie möchten nichts machen, ja? Mach mal dein Gesicht zu, weil da kommt nur Scheiße raus. Bist du dumm ja. Schwätzer. Genau, so besprechen nur Betrüger. Ich denke, dass wir hier nichts anderes am Telefon hatten, sollte sich wieder von alleine erledigt haben und klargestellt haben. Tja, sie hat zwar versucht, sich ein bisschen rauszureden, aber sie hat keineswegs auf meine Fragen geantwortet. Und dass das Ganze unlogisch ist, warum sie ja ständig die Webseiten-Domains ändern, die eine sich komplett in Lügen verzettelt und die nächste die Lügen auch noch bestätigt, indem sie ganz neue Sachen erzählt. Tja,
Und das soll dann glaubwürdig sein. Und da sollt ihr euer Geld einzahlen. Und die verkaufen sich als seriös und sind der Meinung, man würde dort sein Geld einmal einzahlen, um einfach mal auszuprobieren, ob das Ganze funktioniert. Ganz ehrlich, wenn ich was ausprobieren will, dann stecke ich da nicht mein Geld rein. Denn wenn es schief läuft, ist es weg. Und dass das hier schief laufen muss, ich glaube, das erklärt sich von ganz allein. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Am besten mit Glocke, denn dann gibt es immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Du siehst jetzt hier noch eine ganze Playlist mit vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Schau auch gerne dort mal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.